Nächster Redner kommt von der SPÖ, es ist Josef Mochic. Nämlich, dass ich den Antrag 773a dem Gesundheitsausschuss zuweise, was natürlich eine selten vorkommende Vorgangsweise nach einer Abstimmung ist, aber ich stelle jetzt gerade fest, und deshalb habe ich den Satz dann abgebrochen, stelle aber jetzt fest, dass der Antrag des Ausschusses, der ja angenommen wurde, vorsieht eine Zuweisung des gegenständlichen Antrages an den Gesundheitsausschuss, also ist selbstverständlich diese Zuweisung vorzunehmen. Ich gebe das damit bekannt, dass ich den Antrag 773a dem Gesundheitsausschuss zuweise. Die Abstimmung ist korrekt verlaufen, alles kein Problem. Am Wort ist Josef Mochic, Sozialsprecher der SPÖ, ist am Wort. Sehr geschätzter Herr Präsident, sehr geschätzter Herr Bundesminister, ich wollte mich zwar zu den Tagesordnungspunkten 12 bis 14 melden, möchte aber doch einige Sätze zur Wortmeldung des Kollegen Kickl aufbringen. Fakt ist, mir hat man immer eines gelernt, das was funktioniert, soll man funktionieren lassen. Und dort soll man nicht versuchen, gewisse Dinge schlecht zu reden oder etwas zu ändern. Fakt ist, ich komme aus der Steiermark und wir haben einen Verwaltungsaufwand in der steiermärkischen Gebietskrankenkasse am Gesamtaufwand von lediglich 1,7%. Und wenn jetzt irgendwelche gescheiten Leute herkommen, Gesundheitsökonomen oder sonst noch, wie sie heißen, und sagen, damit ist so viel zu gewinnen und zu machen, dann glaube ich, ist das nicht der Weisheit gut und doch hat man andere Möglichkeiten, in vielen anderen Bereichen noch etwas zu tun, wie bereits angeschnitten bei Lohnsteuer und auch bei Vermögen. Ich möchte aber jetzt zu den Tagesordnungspunkten 12 bis 14 des geschätzten Kollegen Loacker Stellung nehmen. Wie bereits im Ausschuss ausführlich diskutiert, gibt es in allen drei Punkten eine negative Kenntnisnahme des Ausschussberichtes und vielleicht auch für die Zuseherinnen und Zuherer von den Bildschirm, warum? Im Antrag 14 oder Tagesordnungspunkt 14 geht es darum, wieder mal das Frauenpensionsantrittsalter früher anzuheben als wie geplant, als wie es die Bundesregierung vereinbart hat. Man hat fast den Eindruck, hier grüßt monatlich das Murmeltier. Irgendjemand hat wieder die Idee, das dementsprechend einzufordern. Fakt ist, die Frauen haben sehr wohl, glaube ich, ein Recht darauf, auf ein Pensionssystem vertrauen zu können, wo sie wissen, wann ist ihr Antrittsdatum, zu welcher Höhe der Pension haben sie einen Anspruch und nicht immer in diese politischen Diskussionen zu verfallen, dass es hier früher angehoben werden muss. Fakt ist, dass wir mit 2033 dieses Antrittsalter erreicht haben. Und Fakt ist, Frau Kollegin, dass all jene Menschen, wurscht ob Mandel oder Weiberl, schon jetzt länger arbeiten dürfen, wenn sie wollen. Und das Zweite ist, wenn sie können. Und genau bei diesem Können haben wir ein Problem. All jene, die sagen, Erhöhung des Pensionsantrittsalters, gesetzliches Pensionsantrittsalters, die meinen damit, dass sie, nicht, dass sie eine höhere Pension kriegen, die meinen damit, dass diejenigen, die es nicht schaffen, letztendlich die Pensionen gekürzt werden. Weil all jene, die es körperlich nicht schaffen, die es gesundheitlich nicht schaffen, die in der Wirtschaft keine Chance kriegen aufgrund ihres Gesundheitszustandes, würden sich dadurch die Abschläge erhöhen und es wäre eine eindeutige Pensionskürzung. Zum Tagesordnungspunkt 13 des Kollegen Loacker, zweite und dritte Säule im Pensionssystem. Herr Kollege, das hatten wir schon mal. Und wenn Sie in Ihren Antrag ausführen, Öffnung der zweiten und dritten Säule auch für die Pflegevorsorge. Jeder hier in diesem Raum kennt irgendjemanden, dem vor Jahren vorgegaukelt wurde, er soll eine Firmenpension zustimmen. Manche Ansprüche sind sogar entgegengetauscht worden. Du kriegst dafür eine Firmenpension. Jeder in diesem Raum kennt jemanden. Und wenn hier eine Studie der Arbeiterkammer sagt, dass hier jene seit der Finanzkrise 27% an ihrer Pension verloren haben, dann soll irgendjemand in diesem Raum sagen, das ist ein gescheites System, diese zweite und dritte Säule nämlich wieder zu attraktiv zu machen, weil ganz einfach es nur eine sichere Säule gibt im Pensionssystem und es ist die staatliche Säule. Und zum letzten Punkt, zum Tagesordnungspunkt 12, zeitlich naheliegende Harmonisierung aller Pensionssysteme. Diese Schautafel vorne, die nicht von mir ist, die zeigt, dass wir letztendlich bereits damit begonnen haben, die Pensionssysteme zu harmonisieren, dass Beamtinnen und Beamte
mit Eintritt nach 2004, geboren 75, letztendlich jetzt schon gleichgestellt sind den ASVG-Versicherten. Und diese Tafel zeigt auch, dass wir dementsprechend kein Problem haben in der Finanzierung, wenn wir uns es weiterhin leisten wollen, dass nicht mehr als 6% des Bruttoinlandsprodukts dementsprechend vom Staat für die Pensionen aufgewendet werden. Und wenn wir das wollen, dann brauchen wir es nicht immer wieder diskutieren und aufs Neue dementsprechend in Frage stellen. Fakt ist, diese Bundesregierung hat sich klar im Koalitionspapier zum Thema Pensionen festgelegt, wie es bis 2018 laufen soll. Und Fakt ist auch, dass die Pensionen in den Händen unseres Bundesministers Rudolf Hunsdorfer sicher sind. Dankeschön. Sagt Josef Muchitsch, der Sozialsprecher der SPÖ. Die Harmonisierung der Pensionssysteme sei im Laufen. Jüngere Beamte etwa seien den ASVG-Versicherten bereits gleichgestellt.